Es war jetzt auch so, dass ich nicht mehr hingeguckt habe, was ich mache. Das hätte auch wieder in die Hose gehen können dadurch. Oh, jetzt kommen die Platten wieder. Nee, sorry, also jetzt kommen doch diese Kackplatten jetzt wieder. Ja, instant runtergefallen. Instant. Also, hier habe ich wirklich alle Gründe zu Save-Staten in diesem. Weil das ist nicht, dass ich das nicht schaffe. Es ist halt fast nicht möglich, überhaupt das zu. Weird Talk. Das ist richtig sucky, Alter. Das ist so sucky, meine Mann. So, krieg ich diesen Stick? Ja, das krieg ich mal tot hier. Ist das ein Schwachsinn, Alter? Ist das ein Schwachsinn, diesen Plattenmann? Ich weiß nicht, ob man da einfach wirklich einen bestimmten. Okay, du musst das in einem bestimmten Rhythmus irgendwie drücken, anscheinend. Du musst genau dann drücken, wenn du auf der nächsten Platte landest oder so, glaube ich. Ah, das kriege ich aber nicht hin, glaube ich. Das ist so doof, das ist so nervig, ey. Und jetzt durfte ich ja weiterkommen, das letzte Mal, weil ich hier gestorben bin. An dieser einen Stelle schon, ne? Ja. Probieren wir es. Ja, geil. Ja. Nachdem ich jetzt wieder 2 Minuten lang runtergefallen bin, habe ich es mal wieder geschafft. Was ist das? Will ich wissen, was das ist? Ich werf Bolas. Ich treffe über. Ich werfe einfach nur random her. Cool. Ah! Die werden dann richtig schnell und verarschen mich. Nice. Gut, dann geht doch erstmal gucken, was oben ist, vermutlich, oder? Wie oft ich hier schon gestorben bin und das dann alles nochmal hätte spielen müssen, ne? Es ist. Ah ja, die muss man. Ach, ja, komm. Ich nehme das hier auch nicht mehr ernst an dem Punkt. Also für mich ist der Verlauf dieses Let's Plays jetzt nicht mehr hier cool zu sein und das zu schaffen, ohne die ganze Zeit zu save-staten, sondern bloß noch das Spiel zu zeigen, wie man es. Also was man hier so sehen kann. Ja, und das war falsch, okay. Das war eh falsch. Nee. Das Spiel macht auf jeden Fall auch Spaß, auch wenn ich die ganze Zeit sage, es ist scheiße und so. Das ist ja im Affekt, wenn man halt was nicht hinkriegt. Mein Gott. Das höre ich auch so oft bei, glaube ich, Eternal Daughter auch. Du hast doch gesagt, es hat nicht so gewirkt, dass auch du Spaß hättest und so. Du hast doch mal gesagt, das macht keinen Spaß. Ja, weil ich einem Boss, glaube ich, 50 Mal folgt bin. Ist doch klar, dass man das nochmal sagt. So, nun das noch mal dazu. Okay. Was mache ich jetzt gegen die Teile da? Ja, hier haltet sogar mehr als 2 Bolas auf. Ah, ich muss nur 1 killen, nice. Nice ist auch ein Wort, das ich heute häufig sage, ist mir auch gefallen. Es gibt immer so bestimmte Wörter, die in Sessions relevant sind. Wieder oben. Das ist exakt der Aufbau wie in dem Raum im zweiten Dungeon, wo 6 Affen drin waren. Ist auch nicht schlecht. Oh ja. Also nennt mich naiv, aber ich dachte, vielleicht kommt er nicht darunter. Hey, ich darf hier weitermachen. Cool. Ach. Was ist denn das, ey? Oh, ich kann ja auch gleich abhauen dann. Ich werde gar nicht versuchen, das Ding anzugreifen. Das sieht nicht so aus, als ob das eine schlaue Idee wäre. Also, wir
Solange ich die Gegner nicht bekämpfen muss, habe ich kein Problem damit. Bye. Was? Das ist Shaggy nicht. Shaggy nicht! Ich komme hier auch nicht durch irgendwie. Ciao! Ich versuche jetzt mal doch die Gegner zu killen. Dass ich irgendwie woanders weiterkomme. Was ist das denn für ein Gegner, bitte? Tot. Ja, letztes Leben sind sehr, sehr nice. Da ist was nice, den ich. Tja, mal überlegen, wie wir es weitermachen, ne? Also, das zu bekämpfen, das ist kompletter Schwachsinn. Mach, was du willst. Und jetzt wird es halt hier wichtig, dass ich rausfinde, was ich machen kann. Kann das hier durch das grüne Ding fliegen? Wahrscheinlich schon. Ich muss den einmal treffen und dann. Oh, das ist ja auch ultra geil, ey. Mmh. Ah ja, okay. Jetzt muss ich es bekämpfen. Aber. Das ist ja wie die Mumie, man muss einfach nur auf Distanz gehen dann, ne? Ich hoffe, der wird nicht schneller. Wird der schneller? Nö. Hey, und wie ein Herz mehr. Das sieht verdächtig aus irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ha, welcher Weg ist der richtige? Nee, nee, ich darf nicht safe staten. Ultra relevant mal wieder an der Stelle. Aber ich weiß wenigstens, dass ich da weiter muss. Auf der rechten Seite. Das war die falsche Tür. Also ist hier schon offen. Hey, ich war wieder super smart. Es ist Funko, ja, aber auch passiert, dass er im ersten Dungeon eine Tür offen hatte und nicht gesehen hat, dass das so ist und dann erstmal auf alle Platten gesprungen ist im Raum. Passiert halt. Das war ein einfacher Gegner, trotzdem habe ich es nicht hingekriegt. Och nö! Ja, also wie gesagt, meine Save-State-Regel besagt, ich darf jetzt zumindest hier weitermachen. Aber darf halt nicht jetzt alles durchsafe-staten in dem Raum. Wie mache ich denn die Gegner am besten? Ja, so kriege ich es hin, wenn die dann an mir vorbeifetzen, links, rechts. Aber sonst nicht. Oh, das ist schwer irgendwie. Kriege ich nicht hin. Kriege ich absolut nicht hin. Jo. Oh nein, ich habe diesmal kein Herz bekommen. Oh. Ja, muss ich das jetzt machen da unten oder kann ich aber weitermachen? Ich gehe aber weiter. Ist doch egal. Die sehen so furchteinflößend aus, ich kenne aber gar nichts. Das ist wirklich nur eine Variante der Mumie irgendwie. Ich habe es wieder vergessen, ich habe es vergessen. Ich war nicht vorbereitet. Dumme Scheiß, schön lange Mann. Nein, guck da oben! Mike, ey, jetzt wird wieder nichts. Ich will wieder dem Scheißauge verrecken. Guck mich an. Guck, guck. Was wird. Das rennt auch nicht. Das rennt nicht, wenn es einen nur sieht. Das rennt wirklich erst, wenn man. Okay, das ist vielleicht eine etwas andere Sache. Muss ich. Jetzt ist die Frage, ob man den Geheimraum freischaltet, wenn man die bekämpft. Das muss ich rausfinden, leider. Scheiße! Boah! Mal, wie das hier flackert, ey. Wie das aussieht! Nein, sie sind aufgeteilt, das ist schlecht. Okay, jetzt einer weg.
Es hat echt was gebracht. Ist das nicht die andere Seite der Quelle, wollte ich sagen. Jetzt sagt mir, nein, das ist einfach nur noch mal. Oh nein, ich weiß, wo ich bin. Das ist bescheuert, das bringt mir nichts. Das ist die andere Seite des Raums gewesen, wo ich schon mal war. Gut, dann nach oben wohl. Hä? Nee, sieht nicht so aus. Muss ich da alle Schalter drücken oder was? In dem Raum mit der Quelle. Ich bin so verwirrt an dem Punkt. Wahrscheinlich muss ich doch alle Schalter drücken, oder? Na, ich werde ja auch nicht mehr, ey. Ich bin so verwirrt. Ich muss doch alle Schalter drücken. Na gut, dann kann ich einfach durchlaufen. Das ist auch kein Problem. Auch nicht das Ding, ne? Hä? Ich check's nicht. Ich bin verwirrt, wo ich lang muss. Keine Ahnung. Ja, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Das ist eigentlich relativ einfach. Und dieser Po mit seinen Gedichten hat wohl echt irgendwas zu der Quelle gesagt, oder? Kann das sein? Jedenfalls hier beim Schlangenraum muss ich. Ja, ich kann da durchlaufen. Aber hey, ich wollte alles vom Dungeon zeigen. Das war mir wichtig, oder? Haben wir das auch erledigt. Auch ohne Boss dieser Dungeon, ne? Komm, 40.000 Punkte. Du hast es geschafft. Da ist der Mountain Hermit. Hi. Du kommst von sehr weit weg auf der Suche nach meiner Magie. Du bist fantastisch. Ich gebe dir diese Schriftrolle mit von Obob. Aber verrat's nicht, ne? Du kannst erst das Mädchen retten. Ah, ich musste echt überlegen, welches Mädchen. Run, run, hurry, hurry, run, run, hurry, hurry. Ich musste gerade kurz überlegen, welches Mädchen der meint. Ich bin so außer Atem und komme endlich in Miracula an. Wie habe ich das gemacht? Ich bin einfach random da. Es gibt keine Erklärung, wie ich jetzt hingekommen bin. Ich bin durch alle Dungeons nochmal durchgelaufen, rückwärts oder was. Ich bin der Beste offscreen auf einmal. Mike, lies diese Schriftrolle und bitte weg Bananet auf. Bebop, Bebop, Cowboy, Bebop, Bobop, Uma, Uma, Obama. Bebop, Bobop, bla bla bla. Hier, komm, ja. Wach doch jetzt mal wieder auf hier. Ja, wach doch jetzt mal auf. Es ist ein Miracle. Es ist echt so ein Wort für Miracle oder was? Daddy's here. Oh ja, ich hab so gut geschlafen, ne? Guten Morgen, Daddy. Ich bin so hungrig. Ist der Nachtisch fertig? Und, oh, ein Bananen-Creme-Kuchen. Wir werden deine Nettigkeit niemals vergessen. Das hat der Delfin auch schon gesagt. Du musst jetzt aber gehen. Okay, dann rette mal deinen Onkel. Ich habe dein Schiff repariert. Yes. Warum habe ich jetzt eigentlich die Morgenstern gehabt? Habt ihr das gesehen? Ich habe doch gar keine 6 Herzen. Viel Glück, Mike. Es ist echt. Und das hier soll wohl Rob the Robot sein als lila Version oder was? Ja, ich habe von Rückkehr gewartet. Wir können jetzt endlich von dieser verkackten Insel runter. Yes! Die Insel, die viel zu schwer war. Danke. Wie lange hat Kapitel 3 jetzt bitte gedauert?